So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobylit oder Tschernobylit, noch Tschernobylit wird, ja. Es ist manchmal merkwürdig auszusprechen, ne? Ja, die wunderbaren Graphitsteine, die so wertvoll für uns sind, weil wir damit das Raum-Zeit-Kontinuum durcheinander bringen können. So, wir sind hier immer noch in der Mission und zwar das Auge von Moskau. Wir sind im Auge Moskau. So, und da müssen wir gucken, was wir können machen. Ich finde, ich weiß nicht, hat es mal irgendwie ein Update gegeben, ich finde diese Reichweite der Items, die man suchen kann oder finden kann, ist gigantisch geschrumpft. Damals hast du, also wo wir angefangen haben, das Spiel, da hast du echt weit und lange die Items rumliegen sehen, jetzt siehst du hier gar nichts mehr, ne? Und das Ding braucht ewig nicht aufzuladen, also ich weiß nicht, ich weiß das nicht. Ich bin da nicht informiert bei so etwas. So. Auch diese Gänseblümchen. Wie gerne hätte ich mal wieder Gänseblümchen. Baumpilze und. Gänseblümchen. Löwenzahn. Da kommen wir ja gerade her aus der Richtung, ne? Er lädt auch nicht. Er lädt auch total langsam nach, ne? Das ist echt schade. Ich muss dann. Ja. Offensichtlich ist hier wohl nichts. Da kamen wir gerade her. Im Haus. Ne, da kamen wir her, richtig? Ja, da kamen wir gerade her, richtig. Ist echt, ist, oder es sind hier nicht so viele Items, aber was ich total schade finden würde. Weil auf den anderen Karten waren Items ohne Ende. Jetzt ist die Frage, hat er seinen Job machen können? Hat er es geschafft? Oh, guck mal, hier sind neue Nebenquests aufgetaucht. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, weil hier sind noch ganz viele böse Menschen unterwegs. Nichts, ne? Gar nichts. Ich serv dich. Okay. Was? Das war doch eben gerade noch... Hä? Ne, da. Genau, 27 Meter hier. Zentimeter. Da. Ich sehe, ich sage, ein böser Mann. Wir müssen gucken, das. Bist du böse? Nein, den hatten wir schon mal gehabt, den Vogel. Wir sind überall. Здравствуй, гражданин Припяти. Еще раз спасибо за спасение. Das war der Deserteur, richtig? Жаль, что мало таких людей, как ты. Мы бы эту дыру быстро заново отстроили. Думаешь, тут безопасно оставаться? Не сказал бы. Особенно после того, как я тут чуть не умер. Но я здесь за идею страдаю, а не ради собственной выгоды. И я не остановлюсь. Даже если мне уготовлен такой же конец, как Цицерону. Боюсь, этот урок истории я прогулял. Ну вдруг мою голову и конечности отделят от тела? Oh. Plauder mit ihm. Tausche Essen gegen Medizin. Tausche Medizin gegen Essen. Wir brauchen... Nee, wir plaudern mal beten mit ihm hier. Что ты вообще здесь делаешь? Все, что могу. Все, что должно быть сделано каждый божий день. И знаешь что? Никто даже спасибо не скажет. Ты мог бы выражаться немного яснее? Когда-то я был учителем истории. Здесь и в Славутич. Потратил лучшие годы жизни, рассказывая недалеким подросткам о взлете и крушении империи, о величии прошлого. И знаешь, что я получил взамен? Головную боль. И жалкую учительскую пенсию. А ведь я отдал этому делу всю свою жизнь. Цицерон говорил, история есть магистра витае. Бедный Цицерон. В общем... Я решил бросить книги и перестал бояться заморать руки. Припять лежит в руинах, прямо как древний Рим, разграбленный полчищами варваров. Но мы еще можем вернуть ей былое величие. Правда? И как же ты собираешься это сделать?
Коммерция и торговля всегда были движущей силой цивилизации. Базары, рынки, торговые пути. Я продаю товары по разумным ценам, чтобы ускорить Чернобыль, общественные процессы. Okay. Das geht. Wir gehen. Gut. Nein! Nein, 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 nein. Ich hab doch, ich hab doch. Oh Gott sei Dank. Ich hab doch gemacht hier, dass wir gehen. So. Uiuiuiui, das wäre es geworden. So, unser Ziel ist hier vorne. Das ist die Frage, ist es unsere letzte Mission? Das ist der Funkturm, ne? Er sagt so Schrottplatz, ne? Aber hier ist nichts, ne? Эй, там! Как дела, уроды? Вот такая, значит, у вас работенка, когда вы не торчите в Сирии. Вижу цель! Второй этаж! Не упустите его! Hat er mich gesehen? Das ist nicht gut. Oh, scheiße, hier ist alles vergammelt. Ah, lass mich doch hier raus! Aber offensichtlich können die Tür nicht aufmachen, oder? Lass mich nein, nicht suchen. Oh, da. Mann, Junge. Crouchen wir mal ein bisschen. Das sind auf jeden Fall mehrere Leute gewesen. Können wir die orten? Nee, ich glaube nicht, ne? Alles so grün, ne? Okay. Sind die jetzt flüchten gegangen oder was? Oder? Ich sehe keinen. Die jagen vielleicht irgendwie ihn hinterher, wa? Dann nimm. Nimm nach! Ich drück das schon. Ja, denn, oh, wahrscheinlich geht's nicht, weil die Affen hier noch irgendwo rumlaufen. Okay, lass uns mal gucken, dass wir die wegkriegen. Kommt raus, wo ihr mir hier seid. Ich finde euch. Da ist Tschernobylit. Ich hab, glaube ich, jemand gehört. Was ist das? Also man hat die gehört, aber die sind jetzt irgendwie... nicht mehr da. Die Röntgenstrahlen sind auch heftig hier jetzt gerade. Ah! Ah, Pilz. Da könnte man mal wieder... Da sind wieder ein paar Sachen. Nimm mit. Da ist auch noch was. Aber die Frage ist, warum kann ich da jetzt nicht ran? Und wo sind die Leute hin? Die haben mich doch gerade fast gesehen und haben gesagt, Nostrovje, Nostrovje. Da ist ein Mann, müssen wir haben und töten. Irgendwie... Wo ist der? Ich sehe nicht. Мужики, у нас тут проблема. Waren die das? Oh. Löwenzahn. Was ist hier los? Ich glaube nicht, dass die das waren. Ich glaube, das war jetzt gerade noch ein Zufallsprodukt, dass die jetzt hier sich geopfert haben.
Warum haben die denn immer so... Dass man auch gleich immer die Birne... Oh, okay, hier sieht man so ein bisschen... Die Maske ist weggeschossen, man sieht so ein bisschen Gehirn. Alter, ist das heftig, Alter. Digga, ehrlich. Hat das Spiel so viel Brutalität nötig? Muss das so sein? Muss das sein, dass Menschen... Was war das? So deformiert werden von unserer Waffe. Kriegen Schreikrampf, wenn die schwarze Stalker sind, ne? Ah, da kommt ein weißer Stalker. Bringt mir einen Kaffee. Dankeschön. Man hat sich ja mal vorgenommen, man möchte direkt irgendwie die Quest machen. Aber man macht immer diese Nebenscheiße noch. Na klar, wir brauchen Items ja auch, ne? Damit wir unsere Base verschönern können. Oh, ist nicht gut. Wir haben hier schon gesehen, das. Sind wir hier schon mal gewesen? Ja, ich glaube, ja, ne? Ist es das Haus, wo wir schon mal gewesen sind in der letzten Folge? Ich glaube schon. Dann ist hier gleich irgendwo eine... Boah, Digga, hör auf. Schreck mich doch nicht so. Ja, hier waren wir schon mal. Ärgerlich. Gut, wieder weg. Hier haben wir nichts. Dann stelle ich mir die Frage, wie komme ich dahinter? Und warum wollte er das Ding nicht machen? Dann lass uns die Mission jetzt machen, komm. Also querfeld einlaufen. Genau direkt. Es hört sich so an, als würde jemand mit irgendwie so einer vollgepackten Munitionstasche durch die Gegend laufen, irgendwie. Ich kann nicht F drücken, ich versteh's nicht. Warum geht's hier nicht? Warum kann ich das nicht machen? Aha. Wo sind die denn? Die haben mich gesehen, als ich hier hochgelaufen bin. Straßen sind sie nicht. Da, warte mal, links. Hier links sollte ich. Genau hier links. Die müssen wir suchen. Die müssen ausgeschaltet werden. Das sind die beiden Kameraden, die ich hier schon gerade weggeholt habe. Problem ist, die beiden werden sich auch bewegen. Das soll hier sein. Das wäre hinter dem Gebäude. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die ja schon mal aufmerksam, ne? Dunkel da drin, Alter. Wo komme ich denn hier nicht rein? Ich komme hier irgendwie nicht rein, warum auch immer. Ich komme hier, am besten will nicht. Soll ich mich doch sehen? Kommt doch und holt mich.
ich komme hier nicht rein. Was ist denn das? Kommt und holt mich. Wieso komme ich denn hier nicht rein? Was ist denn mit dem Spiel los? Oh, die Nase kribbelt. Komm von oben irgendwie runter? Nee, ich glaube nicht. Das ist aber blöd. Okay, cool. Das ist aber blöd, dass man da jetzt... Vielleicht sind wir selber festgebackt oder so. Und jetzt irgendwie, jetzt sind wir beide in so einem Bug gefangen. Und kommen hier irgendwie nicht mehr raus aus diesem Bug. Was, wenn ich da mal reinrotze? Die Tür ist geschlossen. Hier ist eine Tür. Aber wo? Hier vorne? Nee, ich kann durch die Wand schießen. Jetzt haben die... Oh Gott! Bewege dich! Komm raus hier! Ich mache dich fertig! Eine Granate oder so ein Scheiß, das wäre cool. Moment mal. Ich hab keine Munition mehr. Oh, ich hänge fest. Arschloch. Ich hänge fest. Oh. Oh, schrei mich nicht so an. Oh, Digga. Jetzt kommt er raus. Wo ist er? Scheiße. Jetzt habe ich dieses Visier. Was total als Nachteil für mich ist, ey. So, haben wir hier noch irgendwie... Oh, ist das aufregend. Haben wir hier noch irgendwie Heilsaft? Heilsalbe. Verwenden. Noch einmal das. Na, noch einmal, wa? Die haben uns echt total eingemacht hier. Was ist das? Auch nochmal Heilsalbe. Nun, nimm die doch. Nimmt er nicht. Was haben wir denn noch so? Was brauchen wir noch? Haben wir Strahlungsprobleme oder was? Ja, Psyche ist im Arsch. Warte mal. Da. Beruhigungssalbe. Ja. Jetzt geht's uns direkt mal besser. Wir müssen auch mal wieder neu kochen. Ach, guck mal. Jetzt die Tür hier zu. Was? Was war das? Eine Einbildung oder was? Wir kamen hier nicht durch und rein und raus. Aber die hier... Oh, guck mal. Hier die Einschlüsse. Die hat's... Als hätte es das hier nie gegeben. Aber hier. Alle da drinnen. Heftig, aber jetzt können wir... Immer noch nicht. Warum können wir das denn noch nicht? Was soll denn der Scheiß? Ich verstehe nicht. Warum können wir nicht verwenden das? Ja, gehen wir mal hier hin. Hier ist auch noch irgendwas. Gerät. Hier können wir nur durch, wenn wir was zum Knacken haben. Wir haben aber nichts zum Knacken, da kein Dietrich.
Ach so, hier ist das Tschernobyl-Lied. Oh oh. Aber warum kann ich das denn nicht betätigen? Ich verstehe es nicht. Das kapiere ich irgendwie nicht. Wow. Guck mal, hier wurde der Soldat als rot angezeichnet. Aber warum kann ich das jetzt nicht benutzen? Ich verstehe ja gerade überhaupt null. Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Habe ich hier was vergessen? Gibt es hier einen Missionslog? Fertigkeiten. Karte, Tasche. Was ist das? Das ist der Typ. Gibt es Sachen mit Dings, die wir mit einem Dietrich aufmachen können? Haben wir aber jetzt gerade nicht da. Deswegen verstehe ich nicht. Fertigkeiten. Geduld. Kann man die Fertigkeit nicht selber irgendwie ausrüsten? Zuspawnen? Keine Ahnung, irgendwas. Gefährten. Herstellungsrezepte. Ja, das sind Sachen, die haben wir schon alle geklärt. Das sind die Fragezeichen nur, aber... ja, ich kann den Laptop hier nicht verwenden. Das ist aber echt merkwürdig, oder? Weiß ich nicht, woran das liegt. Ich kann da nichts auch anderes machen oder so, ne? Das ist echt ärgerlich. Wieso kann ich den denn nicht verwenden? Warum geht das denn nicht? Fehlt denn irgendetwas? Ich weiß es nicht. Fehlt irgendetwas? Ich kann Gefährten, Herstellungsrezepte. Wir sollten uns auf jeden Fall mal was kochen. Die anderen F-Dinger, die gehen alle, ne? Das ist merkwürdig. Und das hier funktioniert nicht. Machen wir Beruhigungssalbe. Und Heilsalbe. Die Beruhigungssalben, die knallen ja ziemlich gut rein. Deswegen... So, und dann drücken wir uns jetzt irgendwie nochmal so eine Heilsalbe mit in die Figur. Geht nicht. Okay, da sind wir voll. Aber das verstehe ich nicht. Wieso kann ich denn hier nicht benutzen? Das ist total für den Arsch. Darf ich die ganze Mission denn nachher nochmal machen, oder was? Nur weil das hier nicht funktioniert? Gibt es denn da gar keinen Hinweis drauf? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich gerade... Manchmal bin ich auch zu blöd, aber wieso? Das steht doch einfach F drücken. Und ich mach das doch und es passiert einfach nichts. Und das finde ich natürlich echt Müll. Rezepte, Gefährten, Fertigkeiten, Karten. Hier gibt es aber auch nichts weiter. Ich bin... Hier ist die Kochstelle, ja? NAR-Server hacken. Ja, bitte! Hack diesen Server! Mach es! Er tut es nicht. Ey, sowas finde ich immer total abfuck, ne? Wenn sowas nicht funktioniert. Das sind so Momente, da denkst du, fick doch die Hände, Alter. Was bringt denn das? Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ich werde jetzt hier diese Nebenquesten hier vorne machen. Dann gehe ich zu Dings und lass Olivier das, diese Scheiße machen. Oh, oh. Oh, das sind einfach noch genügend Feinde unterwegs und wir... Wo kommen denn jetzt noch alle her? Sind aber... Moment mal. Ich hatte hier von ihr ausgemacht jetzt gerade nochmal, um das zu checken, ob das funktioniert.
Nicht, dass die ganzen Soldaten wieder leben, dass er das nicht gespeichert hat. Ich hatte es eigentlich gespeichert gehabt, dass das... Das Maskengebäude. War das ein Fragezeichen-Ding? Nee. Doch, tatsächlich. Ah, scheiße. Dann lassen wir die Gasmaske eben aufsetzen. Wo ist denn die Gasmaske? Ach, da bei 7. Okay. Ich glaube aber, hier waren wir schon mal. Bloß in einer anderen Mission oder wenigstens. Oh. Das würde ich total abfuck finden, wenn die ganzen Soldaten mir leben, weil der Kampf im Haus war jetzt nicht unbedingt easy, ne? Ja, da ist dieses Tschernobylit da unten drin. Okay. So weit sind wir schon gelaufen, ja? Da ist der Schrottfritze. Hat aber auch kein Shit da irgendwie, ne? Vielleicht müssen wir offiziell das Tor öffnen. Können wir nicht. Doch. Jawohl. Also das mit dem Laptop funktioniert hier irgendwie einfach nicht. So, die Munition habe ich auch nicht mehr. Warte mal. Waren die diese Leute denn noch Hallo Zitrone, oder? Ich glaube nicht, ne? Ach, scheiße, Leute, ehrlich. Wieso kann ich diese Kacke nicht nutzen? Ich will mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass ich hier noch, dass die Soldaten noch am Leben sind. Ja, hier sind Gasmaskenpflicht. Maskenpflicht. Hier ist Corona-Hotspot. Da waren wir ja auch schon überall drin. Das bringt ja nichts, hier alles 5000 Mal nochmal reinzulaufen. Also ich verstehe das nicht, warum das nicht funktioniert. Warum ich da... Warum er den hier nicht macht. Deswegen, wir gehen hier raus. Es ist enttäuschend. Und wir lassen Olivier die Mission gleich nachher nochmal machen. Und wir verziehen uns jetzt auf jeden Fall schon mal in unser eigenes Raumzeit-Kontinuum zurück. Das ist echt enttäuschend, tatsächlich. So, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. War eine enttäuschende Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao. So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches... So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo... Hat er es nicht aufgenommen?